Idee zum Streik hatten wir schon relativ früh, weil wir davon ausgegangen sind, dass sich nicht alles über Gespräche oder über kleine Druckpunkte sozusagen regeln lässt. Also wir können zwar in bestimmten Problemfällen kann man Druck aufbauen, wenn es kleinere Probleme betrifft, aber die großen Probleme, also wie ausbleibende Lohnerhöhungen oder ein zu hoher Befristungsgrad, das war uns klar, dass uns das ohne größeren Druck nicht gelingen wird. Und die letzte Eskalationsstufe bei sowas ist ja in der Regel der Streik. Ja, also das war natürlich zunächst mal ein Selbstverständigungsprozess, also auch die kleine Gruppe musste, die wir am Anfang waren, auch die mussten erstmal verstehen, wo genau die Probleme liegen und was die Hintergründe sind. Also dass es keine individuellen Probleme sind, weil heutzutage geht ja, ich sag mal, in Anführungszeichen, der normale Arbeitnehmer geht davon aus, dass wenn etwas schiefläuft am Arbeitsplatz, dass es an ihm selber liegt. Das ist das System, das uns das auch so beibringt. Also wenn du die Leistung nicht schaffst, die geforderten Leistungen nicht bringst, liegt es an dir. Wenn du krank wirst, liegt es an dir. Wenn irgendetwas am Arbeitsplatz schief läuft, ist es in der Regel deine individuelle Schuld. Und das war erstmal der Prozess zu erkennen, dass hier ein System dahinter steckt und dass das ein kollektives Problem ist. Also ein Problem, was alle betrifft. Bei Amazon ist eine große Ansammlung an Beschäftigten, die aus dem Niedriglohnbereich kommen, die in ihrem Leben auch schon eine gewisse Erfahrung mit anderen Arbeitsplätzen auch gemacht haben, mit schlechten Arbeitsbedingungen, schlechter Bezahlung, die teilweise auch in ihren Jobs gedemütigt wurden. Viele kommen auch aus langjähriger Arbeitslosigkeit. Also Grundvoraussetzung war, dass Menschen zusammengekommen sind, unter den gleichen Problemen gelitten haben und eben aber auch erkannt haben, dass man Abhilfe schaffen kann, dass es möglich ist, sich zu organisieren und etwas dagegen zu tun in kleinen Schritten. Und das war so dieser Prozess der Selbsterkenntnis. Und von da aus war der nächste Schritt eigentlich kein sehr großer Schritt. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt das komplette System direkt ändern, sondern wir haben uns kleine Dinge und kleine Probleme vorgenommen, wo wir der Meinung waren, die können wir auch direkt ändern schon mal. Da hätten wir direkten Einfluss. Und das lief aber so, dass wir natürlich erstmal im Betrieb dann mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben. Und durch diesen Prozess dann im Betrieb, durch viele, viele Gespräche, die wir geführt haben, haben immer mehr eben erkannt, dass hier kollektive Probleme vorliegen und dass, wenn wir gemeinsam etwas tun, dass wir die dann ändern können. Und dann ist es so, dass Amazon ein Arbeitsregime hat, das geprägt ist von dem sogenannten Standard Work, also alle Arbeiten sind standardisiert. Es macht einen mit der Zeit krank, je länger man dort arbeitet und gleichzeitig ein System rigoroser Kontrolle, also jeder, der irgendwie mit einem Scanner arbeitet oder am Computer, und das ist die große Mehrheit, die dort arbeitet, wird sozusagen überwacht und spürt das auch in Form von Feedback oder eben, wenn irgendwas schief läuft, möglicherweise von Abmahnungen. Und hat halt bei vielen den Drang nach Widerstand, sage ich mal, oder den Wunsch nach Widerstand erzeugt. Und wir haben zunächst erstmal viele kleinere Aktionen gemacht, wo wir uns eben auch um die kleineren Probleme gekümmert haben. Da ging es um Pausenwege, die wir auch nicht immer alle gelöst haben, aber wir haben dadurch eben Mitstreiter gewonnen. Und also wir haben ganz unterschiedliche Aktionen gemacht, Umfragen gestartet. Wir haben angefangen, auf Betriebsversammlungen oder auf Versammlungen der Geschäftsleitung Widerwort zu geben und kritische Fragen zu stellen,
Und dadurch sind eben auch immer mehr andere Leute aus ihren Schneckenhäusern rausgekommen und haben das Gleiche getan. Und als wir eine gewisse Masse an Leuten zusammen hatten, war auch der Wunsch unter denen, also das kam jetzt gar weder von der Gewerkschaft, irgendwie von der Gewerkschaftsspitze oder so, oder aus dem Kreis der Vertrauensleute, sondern da wurde ganz stark von den Beschäftigten, die sich in der Gewerkschaft organisiert hatten, gefordert, wer A sagt, muss auch B sagen. Und so langsam müssen wir uns dahin bewegen, dass wir auch größeren Druck aufbauen. Und dementsprechend haben wir als Vertrauensleute das auch formal in die Wege geleitet. Und so ist es dann zu den ersten Streiks gekommen. Und frage mal ab, wer ist dafür, dass wir morgen streiken? Lautstark wird das weitere Vorgehen abgestimmt und informiert. Gewerkschaft Solidarität war nach Bad Hersfeld. Der Arbeitskampf geht auch in den folgenden Tagen weiter. Verdi hat angekündigt, den Samstag zu verlängern. Auf der Asyl für Behinderungen rund um Bad Hersfeld sorgte. Der aktuelle Ausstand der Hersfelder Amazon-Mitarbeiter dauert schon seit Montag. Auf dem Gelände haben sie ein kleines Zeltdorf errichtet.